Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Jawohl, ich bin wieder da. Ich hoffe oder ich schätze, dass hier wird das zweite Video werden. Wir steigen gleich ein. Gar nicht drum rumreden, wir steigen gleich ein. Ich stehe hier auf einer unserer Grünflächen. Das war mal Ackerland, aber als Ackerland wirklich tatsächlich wertlos. Wir haben hier einen Dauerbestand an Ackergras, wo mein Vater Rotkleber reingesät hat. Ich hoffe, ihr könnt das schon im Hintergrund gut sehen. Wir haben dieses Jahr ein sehr, sehr trockenes Jahr. Futter sehr, sehr knapp. Was heißt knapp? Also, es war genügend Futter da. Der erste Schnitt war bombastisch. Aber danach kam halt nichts mehr. Traurigerweise ist eigentlich genau das so, wie es in 2018 mal anfing. Erster Schnitt, richtig großartig und dann kommt nichts mehr. Das hier ist ein Rotkleebestand. Vorwiegend Rotklee jetzt. Der Rotklee hat sich ganz gut gehalten, besonders hier. Hier so ein kleines Waldstück daneben, wo halt viel Schatten hinkommt. Da hat er sich eigentlich ganz gut gehalten. Der Klee momentan in Abreife. Ich schätze aber, wenn ich den Bestand so anschaue, wir sind irgendwo noch bei 60% circa Vollblüte, 40% circa abgereift oder ist gerade am Abreifen, also Nachblüte. Ja, müssen wir jetzt schauen. Für Silage eigentlich nicht mehr tauglich, da beim Rotklee die Stängel schon einfach zu hart sind. Deshalb hier mal was ganz Neues, ein neuer Versuch. Wir machen Kleeheu. Noch nie gemacht. Und ich habe mich da ein bisschen zu beschäftigt und habe mir das ein bisschen angeschaut. Es ist ähnlich wie bei Luzerne. Luzerne sehr, sehr schwer zu heuen. Einfach wegen den Blättern. Wenn du nachher dran gehst, wie beim normalen Heu mit Wender und so weiter, zack, 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 sind die Blätter alle ab, hast du Futterwert gleich null. Also, hier müssen wir ein bisschen andere Technik einsetzen. Werdet ihr das später im Video sehen. Ich habe da was vorbereitet. Eigentlich noch nicht, aber ich habe schon eine Idee, wie wir das in den Griff kriegen. Auf jeden Fall, ich tue die Fläche jetzt mähen. Mein Vater kommt gleich mit dem Wender. Und dann gehen wir beim allerersten Mal jetzt richtig heftig, solange das noch feucht ist, geht das nämlich ohne die Blätter oder sag mal, mit minimalen Blattverlusten, geht das, dass wir richtig heftig dran gehen mit dem Wender. Und ich will wird ja auch von vielen Z-Wender genannt oder Zetter, weil beim Zetten geht es darum, die Halme jetzt anzuknicken, dass die austrocknen können. Die Pflanzen haben eine natürliche Wachsschicht, die vom Austrocknen schützt. Außen auf dem Stängel, Luzerne, Rotklee ganz besonders. Deshalb jetzt mit dem Wender einmal richtig heftig dran, die Halme knicken, dass die Halme trocken kriegen. Die Blätter trocken zu kriegen ist keine Kunst, das geht von alleine. Die Stängel trocken zu kriegen, das ist die Kunst dabei. Also mit dem Wender, mit dem Zetter richtig gezettet, dass die Halme alle einen Knick wegkriegen, dass die austrocknen können. Das ist das Ziel, das ist der Plan. Und wie es weitergeht, seht ihr dann später im Video. Ich fange jetzt erstmal an zu mähen. Wie ihr seht, Ford im Einsatz. Ich habe noch keinen neuen Frontkraftheber dran. Ich habe keine Frontgewichte dran. Momentan fahre ich so. Für die meisten Arbeiten reicht es. Bodenbearbeitung bräuchte ich so nicht machen, weil er so die Geräte nicht heben kann. Da wird er vorne hochgehen. Aber fürs Mähwerk reicht es. Für Ballenpresse fahren hat es gereicht. Also die meisten Arbeiten, die ich vorwiegend mit dem Schlepper mache, gingen auch so. Ich fange an. Wir sehen uns gleich. So, ich bin nun wieder zurück. Papa kam nicht zu wenden, der hat was anderes dann plötzlich vorgehabt. Also machen wir das jetzt zu meinem Projekt. Ich habe eben den Eingreiseschwader dran gehabt, habe alles, was hier drüben von der Seite, wo es dünn stand, einfach schon mal hier rüber geholt. Sodass wir jetzt hier ungefähr die Hälfte alles haben an Material liegen haben, was da ist. So. Jetzt hatte ich das ja auf den Schwaden liegen vom Mähen. Ich hatte auch den Rand noch mal ein bisschen weggeholt hier vom Wald. Das heißt, wir hatten alles auf Schwad liegen und auf den Mähschwaden. Also hier ein kleiner Schwad Wald hoch, ein kleiner Schwad von der Seite her. Alles, was da die einzelnen Halme waren, rübergeholt.
Ich habe das Ganze jetzt nochmal durchgewendet. Warum habe ich es durchgewendet? Beziehungsweise ich habe es nicht gewendet, ich habe es gezettet. Weil, wie gesagt, ich wollte ja, dass die Halme anknicken. Und wenn ich mir das hier angucke und hier schon eine natürliche Knickstelle, scheint das ganz gut funktioniert zu haben. Das heißt, auch hier, ich hier gucke, okay, hier sind ein paar braune Stellen. Das hatte ich eben schon gesehen. Das sind die, wo die Halme überall angeknickt sind. Überall, wo die Halme angeknickt sind, ist ein gutes Zeichen. Ich gehe davon aus, dass die Stängel trocken werden. Ich habe auch schon mal geschaut. Wir haben minimal ein paar Bröckelverluste sind da. Hier jetzt zum Beispiel kleine Pflanzenbestandteile, die runtergefallen sind. Hier mal ein Ährenstand, Blütenstand, den ich abgeschlagen habe. Aber so an sich, hier mal ein Plättchen. Aber das ist das, was sie auch überall in den Foren schreiben. Minimalverlust lässt sich aber bei der Technik, die wir hier halt jetzt anwenden, lässt sich nicht vermeiden. Und Ziel sind es irgendwo 20% Bröckelverluste in Kauf zu nehmen. Also die meisten schreiben, die Amis schreiben bei Luzerne zum Beispiel 20-30% sind normal, Blattverluste, Bröckelverluste, wenn du Luzerne Heu machst. Ich würde hier sagen, da sind wir drunter, weil wenn ich mir hier den Packen anschaue, hier ist noch genügend Material drin und es ist, wie gesagt, es sind vereinzelt mal ein paar Pflanzenbestandteile, die da auf dem Boden liegen. Von daher, das passt, das hat ganz gut funktioniert. Die Halme sind alle geknickt. Das lassen wir jetzt erstmal so liegen. Ich bin gefahren, hohe zum Zetten, immer hohe Zapfwellendrehzahl, langsame Geschwindigkeit, dass das Material wirklich einen wegkriegt. Habe ich hier in dem Fall gemacht. Ja. Dann war's das für heute. Ich muss jetzt noch eine Maschine beieinander machen, fertig machen für Einsatz. Und der Plan ist jetzt der, morgen früh, dass der Papa das morgen früh mit dem Schwade beieinander macht. Mit unserem großen, mit dem zweikreisigen Schwader auf ein großer Schwad legt. Weil in dem Schwad, wenn es relativ luftig ist, trocknet das und wir haben relativ viel Masse, die natürlich die Bröckelverluste gering hält, weil wir eine große Masse zusammen haben, die wir nachher berühren, behandeln. Das Ganze wirkt ja dann wie ein Polster und wir haben, wenn es Bröckelverluste gibt, bleiben die im Schwad. Soweit die Theorie. Ja, wir machen es das erstmal, wir probieren es, wir versuchen es. Mal schauen, was es gibt. Das bleibt jetzt erstmal so liegen, vertrocknen. Bis gleich. Ich bin zurück beim Kleeheu und wie ihr sehen könnt, ich habe das Ganze jetzt schon mal ein bisschen auf Schwarz gelegt und man hört es auch schon gut, hat ganz gut abgetrocknet, das raschelt schön. Aber das ist jetzt kein gewöhnliches Schwarz, denn ich habe ja gesagt, ich packe ein altes Schätzchen dafür aus und tada, das ist ein alter Schubbrechwender, Schwader, wie auch immer die Dinger damals genannt wurden. Heutzutage würde man sagen Kammschwader. Die ein oder anderen von euch werden sowas noch kennen. Ich weiß zum Beispiel, dass Sam, Modell Eicher, Grüße gehen raus, du wirst sowas auf jeden Fall noch kennen. Habe ich mir rausgesucht, weil mit einem normalen Schwader dachte ich, ist hier nicht optimal. Weil ein normaler Schwader, der schleift das so über den Boden. Und wenn ich das über den Boden schleife, dachte ich, schlage ich mir die Blätter ab beim Klee. Genauso, wenn ich jetzt hergehen würde und würde nochmal wenden oder so, um das weiter zu trocknen, würde ich die Blätter abschlagen. Wollen wir nicht. Das heißt, ich muss irgendein schonendes Trocknungsverfahren finden, womit ich das Ganze trocken kriege. Mein Plan ist jetzt der, wir legen das Ganze hier auf Schwad, auf zwei Schwaden und ich gehe mit dem Kammschwader her und tue das Schwad einfach immer nur rumdrehen, weil das ist der Vorteil bei so einem Ding.
kann man hier jetzt, glaube ich, ganz gut sehen. Ist mit der Sonne ein bisschen blöd, aber der schiebt das vor sich her und dreht das Ganze immer so vor sich her, bis er dann irgendwann hier in der Seite das Schwad ablegt. Und ja, dadurch, dass er es dreht, dreht er halt auch das Schwad rum. Ich habe jetzt gerade bei dem Gerät, kann ich verschiedene Geschwindigkeiten einstellen. Ich habe jetzt gerade schnelle Geschwindigkeit drin, weil ich jetzt gerade ja das Ganze erstmal hier vom Platten zusammenschwaden will. Wenn ich das auch zusammen geschwadet habe auf die Schwaden, ist der Plan, die nächsten Tage einfach nur das Schwad immer weiter rumdrehen. Jeden Tag einmal das Schwad rumgedreht, gewartet, bis der Boden abgetrocknet ist, das Schwad rumgedreht auf eine trockene Seite und dann, also dass es wieder aufs Trockene kommt und unten das Feuchte vom Schwad wieder rumkommt. Gleichzeitig, was mir gut aufgefallen ist, ist, dass das Schwad, viele würden jetzt sagen, Nachteil, der dreht das Ganze in so eine Wurst. Für die Rundballenpresse ist das blöd, weil wenn die voll ist und er zieht dann nochmal was ein, ist ärgerlich. Wir wollen das Ganze aber auf Hochdruckballen pressen. Da ist das Ganze natürlich überhaupt gar kein Problem, weil der Hochdruckpresse, da läuft sowieso vorne immer wieder rein. Von daher überhaupt gar kein Problem. So, und hier kann man jetzt auch ganz gut sehen, das ist einfach ein super luftiges Schwad. Einfach viel, sehr, sehr voluminös und luftig. Und das hat natürlich den großen Vorteil jetzt, so der Gedanke, dass die Luft durchziehen kann und tut das Ganze im Schwad trocknen. Und wenn ich die Schwaden dann immer nur noch rumdrehe, kann das Ganze komplett durchtrocknen. Und wir kriegen hoffentlich eine gute Heuqualität mit viel Blättern noch dran, so wie hier. Ja, das Ganze gestern gemäht. Wie gesagt, die Hoffnung ist jetzt, die Stängel müssen wir irgendwie trocken kriegen. Das wird ein paar Tage dauern, aber ich bin guter Dinge, weil, also vom Schwad her, ich bin einfach überzeugt. Zumal ich, wenn ich das zu eben vergleiche, das Schwad ist auch in sich schon wieder ein bisschen zusammengesackt, was dafür deutet, dass es auch schon wieder trocknet. Und dann sackt das Ganze wieder weiter beieinander. Also abwarten, und wenn das gut funktioniert, machen wir das vielleicht öfter. Wieder einen Tag später, wieder morgens, kurz vor der Arbeit. Unsere zwei Schwaden. Ich habe das gestern Morgen zumindest das da ein bisschen gedreht, dass es nochmal abtrocknet, weil das lag ein bisschen dicker wie das andere. Jetzt ist es soweit, ich mache beide zusammen auf eins. Und wenn dann beide zusammen auf einem liegen, soll das heute den ganzen Tag nochmal liegen. Nochmal, da ich nehme an, da ich das was jetzt so viel rumwerfen, würde das auch nochmal ein bisschen luftiger liegen. Nochmal gut durchlüften. Wirklich die Stängel noch 100% trocken machen. Und dann heute Abend, relativ spät, zwischen 9 und 10 fangen wir an und tun das pressen. Dass bis dahin einfach, dass das gut ab, wieder ein bisschen leicht angezogen ist, um die Blattverluste möglichst gering zu halten. So der Gedanke. Also, es hat ja jetzt wieder angezogen leicht, es ist feucht, das heißt, wir machen es jetzt zusammen auf einen Schwad, das bleibt nochmal liegen und heute Abend zusammen auf einen zusammen pressen, wenn es ein bisschen angezogen hat. Heute Morgen wäre mir jetzt zu viel angezogen, um das morgens zu pressen. Ich glaube, das wäre mir einfach viel, viel zu feucht, und ich glaube, wir hätten dann zu viel Feuchtigkeit im Schwad. Deshalb wollen wir das heute Abend machen, wenn es ein bisschen angezogen hat. Wir probieren. We'll be right back.
fertig. Ein schön geformtes Schwad, was wir heute Abend pressen können. Und ich gucke jetzt nur hier unten nochmal, wie so die Verluste aussehen. Gut, klar, da wo es die letzten Tage lag hier und wo wir es immer wieder gedreht haben, da ist ganz bisschen Bröckelverluste sind da. Ein paar Köpfe, ein paar Klee, ein paar Blütenköpfe oben, ein paar Blätter, die haben auch gelitten. Aber ich glaube, das lässt sich, wenn man sowas macht, nicht vermeiden. Gleichzeitig, wenn wir hier ins Schwad gucken, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Blatt, 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 Blatt. Alles noch voller Blätter. Und hier können wir es gut sehen. Da, Blatt, 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 Blatt. Also es sind noch sehr, sehr viele Blätter dran. Das heißt, wir haben sehr blattreiches Material. Das heißt, auch ein Großteil der Nährstoffe ist noch drin, ist noch da. Deshalb, ich würde sagen, die Qualität passt. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch heute Abend möglichst schonend in die Presse kriegen. Und ein paar schön geformte Ballen hinten raus. Und dann wird das. Und dann haben wir auch qualitativ hochwertiges Kleeheu. Ich freue mich. Ich bin gespannt, wie es heute Abend wird. Ich fahre jetzt erstmal auf die Arbeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis sehen uns heute Abend. So, die Stunde ist gekommen. Ich bin jetzt hier und will das Kleeheu pressen. Ich weiß, es sieht noch nicht so dunkel aus, aber es ist verdammt dunkel. Weil, ich hatte ja schon gesagt, ich will warten, bis Feuchtigkeit im Schwad ist, um die Blattverluste möglichst gering zu halten. Und wenn ich mir das Ganze jetzt angucke, man sieht eindeutig, oder man spürt schon, das Ganze ist deutlich ausgekühlt. Es ist ein bisschen Feuchtigkeit im Schwad. Das ist, finde ich, genau richtig. Weil, wenn man reinpackt, ihr habt es gehört, das knistert auch noch. Also, wenn man reinpackt, man fühlt ein bisschen Feuchtigkeit, aber es knistert auch. Also würde ich sagen, beste Voraussetzung. Aber weil es jetzt dunkel ist, ich habe übrigens 6330 mit Velger APS 630 und einen Wagen dahinter. Und weil es natürlich schon dunkel ist und man nie genügend Licht haben kann, habe ich die Presse noch mal ein bisschen aufgerüstet und habe hier hinten noch mal einen Scheinwerfer auf die Presse gebaut, die hinten Schleuder und Wagen anstrahlt, dass ich sehe, was da hinten passiert. Weil klar, ich habe am Schlepper auch Licht, aber das ist natürlich auf die Länge von der Presse bis nach hinten ein bisschen dürftig dann hinten raus. Deshalb Wiederholungsscheinwerfer oder zweiten Scheinwerfer hinten an die Presse, dann sehe ich auch, was da los ist. Und ich finde, das macht schon gut was her. Ich habe ja mal spaßeshalber in einem von den Streams geguckt. Es gibt ja wieder neue John Deere-Pressen, Hochdruckpressen zu kaufen. Da gibt es so einen Strahler auch übrigens zum Nachrüsten, wenn man das möchte. Hier habe ich noch drei Strohballen liegen, weil mein Vater hat beim letzten Mal eigentlich das komplette Material rausgemacht. Und mein Vater hätte gerne das Kleeheu auch wieder komplett raus. Also hat er gesagt, ich soll drei Ballen mitnehmen. Und die Ballen dann nochmal reinfüttern, dass die Presskammer eigentlich wieder voll ist und zumindest hinten das Kleeheu wieder raus ist. Soweit die Theorie. Ja, ich würde sagen, ich fange an. Da bin ich wieder. Der Tag danach, gestern Abend war es mir dann zu spät, zu dunkel, zu nervig. Weil ich habe dann tatsächlich doch Probleme gehabt beim Pressen. Weil das Schwad wurde nachher dünner. Dadurch habe ich keine richtige Füllung vom Presskanal mehr hingekriegt. Und dadurch kamen dann auch solche Ballen raus, wie der hier, wo eine Seite irgendwie halb fehlt. Oder so wie der da, wo einfach, ja, so
eine Seite kürzer wie die andere ist. Die Leute mit Hochdruckpressen werden das kennen. Wenn das Schwad einfach nicht gut genug ist, dann du kriegst die, da musst du schon wirklich passgenau fahren oder viel zu schnell fahren eigentlich, dass du das, dass du die Presskammer gut gefüllt kriegst. Dann hatte ich Probleme. Es kam nachher nicht mehr genügend Material nach, weil sich das Zeug, warum auch immer, ich nehme an, durch das luftige Schwarz sah es wahrscheinlich mehr aus, als es war. Und dadurch, dass es so viel aussah, bin ich entsprechend langsam gefahren. Ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ließ es sich nachher einfach auch richtig gut verdichten, wodurch dann einfach, ja, hat ein bisschen gefehlt. Aber ich habe ein paar schöne Ballen hingekriegt. Ich habe ein paar schöne Ballen hingekriegt und, Freunde, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber zum Beispiel, da sind noch Blätter. Da sind Blätter und da, die Köpfchen sind auch da, wahrscheinlich mit Samen. Hier sind die Stängel, die jetzt auch tatsächlich hier im Ballen relativ fein sind. Wenn ich hier reingucke, ich sehe einen Haufen Blattmaterial innen drinne. Also es hat tatsächlich gut funktioniert. Und ich hoffe, das kommt auf dem Video gut rüber. Könnt ihr sehen, wie grün die Ballen sind? Einfach was sie für eine Farbe haben. Das ist geil. Und ich wünschte, es würde jetzt Geruchs-YouTube geben, dass ihr das riechen könntet. Das riecht auch richtig gut. Also, ja, was kann ich abschließend dazu sagen? Ich habe wahrscheinlich das Ganze ein bisschen unterschätzt. Dann, wie gesagt, was mir auch Probleme gemacht hat, ist die Schleuder. Dadurch, dass nicht genügend Material nachkam, blieb der Ballen hinten ziemlich lange an der Schleuder stehen. Und die Schleuder ist so schnell gelaufen, dass sie das Bindegarn, also das Seil, beschädigt hat, sodass ich auch ein paar offene dabei hatte. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, ich hätte es auf den Boden abgelegt und hätte die paar Ballen von Hand geholt. Aber naja, es ist jetzt nun mal so, wie es ist. Mein Vater hat zwecks der Fütterung ein bisschen Bedenken wegen der harten Stängel. Wobei, wie gesagt, ich finde die hier, klar, es sind hier noch so ein paar vereinzelt Stängel dabei, die schon ziemlich hart sind. Unsere Kühe neigen momentan auch dazu, vom letzten Schnitt Luzerne, wo die Stängel auch relativ hart waren, also letzter Schnitt Luzerne letztes Jahr, auch die Stängel ein bisschen auszusortieren. Ich nehme an, mit einem ersten Schnitt sähe das hier viel besser aus. Oder früher gemäht, weil wir waren ja relativ spät dran. Das war überreif, alles schon braun. Wenn wir hier einen Ticken früher gewesen wären, so 3 Wochen, dann wären die Stängel wahrscheinlich auch noch weicher. Aber wir probieren das mal aus. Es riecht gut, vielleicht fressen die das gerne. Und dann kann man vielleicht überlegen, sowas auch öfter zu machen. Muss mal schauen, was die Zukunft da so noch bringt. Das sind so ein paar Sachen, die probiere ich halt aus, weil die nächsten Jahre werden für die Landwirtschaft definitiv nicht einfach. Man muss sich umgucken nach neuen Alternativen, man muss sich umgucken nach neuen Wegen. Und nichts gegen die ältere Generation. Nichts gegen die ältere Generation. Aber, ist so aber doof. Wie mein Vater zum Beispiel oder vielleicht sogar noch so eine Generation dazwischen. Liegen ja doch ein paar Jahre zwischen meinem Vater und mir. Ich glaube, da sind viele, nicht alle, aber viele ziemlich eingefahren in ihren Art und Weisen und ihren Produktionsweisen. Und in der Welt, in der wir heute leben, wo sich das alles ständig ändert, braucht man neue Ideen. Und deshalb bin ich für sowas offen, probiere sowas gerne aus. Und ich bin, wie gesagt, mit dem Ergebnis, was ich hier sehe, sehr zufrieden. Ob das den Kühen schmeckt, das wird sich erst noch zeigen. Aber von dem, was ich hier sehe, finde ich das sehr gut. Sagt mir mal eure Meinung. Das sieht doch gut aus. Oder? Geworden sind es jetzt 18 Ballen. Hätte mehr sein können. Aber hier für einen Versuch, wir probieren es. 18 Ballen kann man handeln. Und auf jeden Fall ist die Fläche wieder frei und geräumt. Und falls jetzt nochmal irgendwann nochmal Regen kommen sollte,
kann das noch mal ein bisschen austreiben und dann auch ordentlich in den, mit einer ordentlichen Wuchse gut in den Winter gehen, denke ich. Das ist so der Gedanke. Ja, so viel zu meinem Luzernheuversuch. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn wir den ersten Fütterversuch machen, ob es den Kühen schmeckt oder nicht. Und ja, ich denke, das war es jetzt erstmal damit. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich bin raus für heute. Lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Und wir sehen uns. Macht's gut. Haut rein. Ciao.